Hallo meine Lieben, hier ist eure Yogananda und heute bin ich für euch da mit einem ganz besonderen Video. Ich habe nämlich ein Channeling für euch gemacht und zwar habe ich diese wundervolle grüne Opalkugel für euch gechannelt. Die habe ich jetzt gerade mal hier so niedergelegt in das Deckelchen von unserem Streichholzglas. Da ist ein bisschen sicherer. Ja? Und diese Kugel, die hat eine ganz große Botschaft von Tragweite für euch dagelassen und die möchte ich euch jetzt erzählen. Folgendes war nämlich passiert. Ich habe ja in der letzten Zeit schon durchblicken lassen, ich glaube, das war in einem der letzten Videos, so ziemlich am Ende, dass mir der grüne Opal im Moment so gut tut. Ich habe heute sogar ein Posting auf Facebook gesehen, wo eine Zuschauerin geschrieben hat, Yogananda, der grüne Opal hat es jetzt auch mir angetan. Ja, der grüne Opal, das ist ein Stein wirklich für Herz und Seele. Der macht das Herz ganz weit, der bringt dich aber auch in die Regeneration und er hat eine ganz wundervolle entgiftende Wirkung. Und all die drei zusammen habe ich so das Gefühl, das ist im Moment meins. Das ist das, was meiner Seele gut tut. Ja, dann habe ich im Netz diese wunderschöne, große, grüne Opalkugel gesehen. Habe mir die bestellt, weil das Yogananda steht ja auf Kugeln aller Art. Ich liebe ja Kristallkugeln und Edelsteinkugeln und hast du nicht gesehen, je größer, desto besser. Das reinste Bällebad habe ich hier schon. Und diese grüne Kugel musste es sein. So. Und dann kam die gestern zu mir und ich habe die ausgepackt aus dem Karton, aus ohne Ende Plastik. Und ihr wisst ja, also Energie und Plastik, das ist ja, ne, da läuft ja die Kraft vorne Wand. Und dann habe ich sofort angefangen, die Kugel daraus zu schneiden. Und die war auch total matt und wie so erstickt. Die hat sich völlig krank angefühlt. Das hat mir so leid getan. Und ich habe die sofort erstmal unter fließendes Wasser gehalten, weil ich wusste, die braucht jetzt Wasser. Und abgesehen davon ist Opal eben auch ein Stein, der das Wasser sehr liebt. Und habe die abgespült und dann war die aber immer noch so matt. Und da habe ich überlegt, was mache ich jetzt mit dir, dass es dir möglichst schnell wieder gut geht. Und dann bin ich mit der Kugel raus im Garten. Und dort habe ich einen ganz persönlichen Kraftort. Und an diesem Kraftort, hinter den Haseln und unter der Buche und vor den Eiben, habe ich so ein Stückchen Erde gefunden, so ein Fleckchen Erde, was so richtig rausgeleuchtet hat, ringsrum so höheres Gras. Und da habe ich die Kugel reingelegt. Und da habe ich ihr gesagt, jetzt kommst du erstmal an, jetzt atmest du erstmal durch und jetzt erholst du dich erstmal gut. So, und dann habe ich die Kugel zurückgelassen und bin wieder reingegangen. Es war ja gestern ziemlich bewölkter, stürmischer Tag. Und ja, ich habe da noch so mein Ding gemacht und irgendwann, als es schon dunkel war, fiel mir ein, ah, die Kugel ist ja noch im Garten. Bin ich in den Garten gestiefelt, hole die Kugel rein, komme drin mit der Kugel an, was stelle ich fest? Die ist total anders, als sie vorher war. Die war total dunkel, da wusste ich, die hat ganz viel Wasser aufgenommen. Dann habe ich die abgetrocknet und dann blieb die aber dunkel. Denke ich, oh, was hast du denn jetzt gemacht? Was hast du denn jetzt mit der Kugel gemacht? War das jetzt völlig verkehrt, die in den Garten zu legen? Und da habe ich angefangen rumzuhirnen. Habe ich gedacht, oh Gott, vielleicht war es zu viel Wasser. Vielleicht hätte die nicht jetzt rausgedurft. Die hat sich total verändert. Es war mir schon fast ein bisschen unheimlich, weil die sah überhaupt nicht mehr apfelgrün aus, sondern die war richtig dunkelgrün. Und die hat auch so einen Graustich gehabt. Und dann war die ringsrum mit so ganz vielen Rissen. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, was hast du jetzt, was hast du getan? Okay, dann bin ich mit der Kugel hochmarschiert. Ich war auch gestern sehr platt und müde. Ich weiß nicht, ob es vielen von euch vielleicht genauso ging. Habe mich ins Bett gelegt, hatte die Kugel angeguckt, denke, nee, die sieht überhaupt nicht mehr aus wie grüner Opal. Ich muss dazu sagen, ich habe ja mehrere grüne Opale. Dann habe ich angefangen, die zu vergleichen. Ja? Also völlig anderes Grün. Und der andere grüne Opal, den ich habe, den kann ich so lange ins Wasser legen, wie ich will. Der verändert die Farbe nicht. Also es ist völlig wie verhext gewesen. Und dann habe ich mir noch die alten Bilder von der Kugel angeguckt, habe festgestellt, die hat sich total verändert. Krass, habe ich gedacht, scheiße. Und dann habe ich die weggeschoben. Ne? Also die, ich habe gedacht, nee, ich musste das erstmal verkraften, dass diese Kugel sich so verändert hat. Und dann war ich so platt und fertig, bin eingeschlafen. So, nächsten Morgen, also heute Morgen, wache ich auf. Und stell fest, die Kugel ist wieder normal, in Anführungsstrichen. Die ist wieder so schön apfelgrün. Denke ich, das gibt's doch nicht. Also das hast du auch noch nicht erlebt mit einem Stein. Dass der sich so verändert und dann wieder verändert. Na, wusste ich schon, du hast eine Botschaft. Du stehst für die Veränderung.
Du stehst für die Veränderung und dass sich alles immer wieder verändert. Alles verändert sich und verändert sich wieder. Das ist die Quintessenz. Alles verändert sich und verändert sich wieder. Dann bin ich mit der Kugel runtergegangen, habe gedacht, jetzt brauchst du erstmal einen Kaffee. So, Käffchen gekocht. Noch bevor ich den ersten Schluck Kaffee trinken konnte, kam schon durch, Zettel, Stift, setz dich hin und schreib dir auf. Und da wusste ich, jetzt kommt Botschaft. Und diese Botschaft, die möchte ich gerne mit euch teilen, weil ich hatte die ersten Zeilen geschrieben, da wusste ich schon, ich stehe fürs Kollektiv. Also das, was ich jetzt erfahren habe gestern Abend, ne, mit dieser krassen Veränderung und dass die Veränderung ganz anders war, als ich mir die vorgestellt habe und. Das ist ein Community-Thema. Und deswegen möchte ich diese Botschaft mit euch teilen. Und wenn du jetzt diese Botschaft hörst, kann es sein, dass die von ganz großer Tragweite für dich ist. Wenn nicht, dann nicht, dann vielleicht irgendwann. Aber ich glaube schon, dass viele mit dieser Botschaft jetzt in Resonanz gehen können. So, jetzt machen wir das mal hier so. Hier ist die Botschaft. Bevor wir jetzt die Botschaft hören, ist es ganz wichtig, dass jeder für sich bei sich selbst ankommt. Und am besten suchst du dir ein Plätzchen, so wie ich. Am besten setze dich an den Tisch oder sitzt auf einem Stuhl oder sitzt aufrecht. Und dein Fokus liegt in deinen Füßen, in deinen Wurzeln. Weil wenn du mit deinem Fokus unten bist, dann bist du oben frei und kannst die Botschaft empfangen. Sprich, dann ist dein Kanal offen. Und dann nimmst du dir, wenn du möchtest, jetzt die Zeit, dich dreimal ganz ruhig in deine goldene Mitte zu atmen. Und mit jedem Einatmen holst du dir die Kraft zurück, die du heute schon ins Außen getragen hast. Und mit jedem Ausatmen lässt du los, was dir nicht oder nicht mehr dient. Und wenn du das jeden Tag 2 Minuten für dich machst, dann hast du jeden Tag sehr viel für dich selbst getan. Schließe deine Augen und entspanne dich. Und atme dich in deine goldene Mitte. Und wenn du jetzt bereit bist, dann möchte die Botschaft des grünen Opals zu dir kommen. Dieser Kugel, die du jetzt hier bewundern kannst. Ich werde mich bemühen, die Botschaft so genau wie möglich rüberzubringen, vorzulesen. Wobei ich hoffe, dass ich meine Schrift immer gut lesen kann, weil die Botschaft sehr schnell durchkam. Ich bin die Veränderung, die völlig normal ist, vor der du aber Angst hast. Ja, ich habe gespürt, dass du sogar sehr große Angst vor mir hast. Deshalb hast du mich von dir weggeschoben und sogar darüber nachgedacht, wie du mich wieder loswerden kannst. Ich nehme dir das nicht übel, denn ihr Menschen seid so, meist um euch selbst vor etwas zu schützen, was ihr nicht einschätzen könnt. Und ihr denkt, wenn ihr es wegschiebt, dann hat es sich erledigt. Das ist aber nicht so. Denn das, was ihr wegschiebt, erscheint euch in veränderter Form erneut. Warum ist das so? Nun, vielleicht um euch zu lehren, dass es sich lohnt, zu vertrauen. Den Dingen, dem Leben, euch selbst. Ich, die Veränderung, habe mich dir über diese wunderschöne grüne Opalkugel gezeigt. Ich kam zu dir in einem dunklen Karton, eingepackt in Plastik, und konnte gar nicht mehr atmen. Meine Energie, meine Aura wurde durch Plastik blockiert. Das hat meine Kraft sehr gefangen gehalten. Und als du mich aus der Kiste geholt hast, hast du das sofort gespürt. Ich war matt und, wie du so schön zu sagen pflegst, voll. Um mir Gutes zu tun, hast du mich unter klarem, fließendem Wasser abgespült und, ich erinnere dich daran, sofort hattest du das Gefühl, es geht mir besser.
damit es mir noch besser geht, hast du mich an deinen herrlichen Kraftort im Garten gelegt, hinter die Haseln, unter die Buche, ins Gras, genau dort, wo ein Fleckchen Erde für mich herausschimmerte. Dort bin ich dann den ganzen Tag geblieben, habe geatmet, mich erholt von den Strapazen, habe meine Kraft erneuert, den Regen und den herrlich bewölkten Tag genossen und mich total verändert. Mein strahlendes Grün wurde dunkel von dem vielen Wasser, der vielen Lebensenergie, die ich aufgenommen habe. Ich erinnere dich daran, als Opal liebe ich das Wasser, wie ihr Menschen, denn es ist sowohl euer als auch unser Element. Und gerade jetzt in diesem Moment habe ich das Gefühl, dass einige von euch gerade großen Durst verspüren. Dann bitte geht und trinkt ein großes Glas Wasser. Es war ein herrlicher Tag, der schönste seit langer, langer Zeit, an dem ich erkannt wurde mit all meinen Bedürfnissen. Und dann hast du mich zurückgeholt, aus meinem herrlichen Sein heraus, um mich zu begrüßen. Und warst erschrocken. Dunkler war ich, mein herrliches Apfelgrün, das deiner Seele so gut tut, verschwunden. Viele Risse hatte ich nun scheinbar und all die herrlichen Naturwesen mit ihren lustigen oder griesgrämigen Gesichtern, die du in mir entdeckt hattest, waren weg. Dein Kopf fing an zu denken, was ist mit dieser Kugel geschehen? Hätte ich sie nicht in den Garten legen sollen? Aber da war doch gar keine Sonne. Es war doch nur nass. Ist nass doch nicht gut? Aber grünen Opal gibt es doch als Wassersteine. Und dann hast du mich verglichen mit meinem alten Foto, bevor ich bei dir war. Und jetzt hast dich blenden lassen, denn es fühlte sich für dich an, als sei ich nicht mehr derselbe. Total verunsichert warst du. Wo stehst du? Erinnere dich. Mit welcher Absicht hast du mich gewässert und in den Garten gebracht, an den schönsten Ort, den du mir anbieten konntest? Und was wolltest du? Dann habe ich geschrieben, ich habe dich gewässert, weil ich gesehen habe, dass du viel zu trocken bist. Und ich habe dich in den Garten getragen, damit du dich erholen und wieder atmen kannst, weil ich dein Wesen gefühlt habe. Und der Opal spricht, siehst du? Und dann kam es anders, als du dir vorgestellt hast. Deine Vorstellung war also eine Illusion, die du dir in diesem Moment erschaffen hast. Du wolltest eine Veränderung, hattest aber eine völlig andere Vorstellung davon, wie diese Veränderung sich gestaltet. Als es dann anders kam, als du dir gedacht hast, bist du aus deinem Herzen, dem Ort, dem deine liebevolle Absicht entsprang, in deinen Kopf geswitcht. In Klammern sendet mir das Gefühl eines Gummibandes, was gedehnt und dann losgelassen wird, so. Dein Verstand, dein Ego haben dann die Veränderung, die du wolltest, abgelehnt. In Klammern sendet Gerichtssaal den Moment, in dem ein Urteil gefällt wird. Das Wort des Richters zeigt mir inneren Richter. Abgelehnt. Der Moment, in dem der Hammer fällt. Abgelehnt. Und aus dieser Ablehnung heraus, die dein innerer Richter festgelegt hatte, hast du mich von dir geschoben? Nun, ich muss schon zugeben, das hätte mich verletzen können. Ich hätte mich ungeliebt fühlen können oder entwertet, wertlos, respektlos behandelt,
verstoßen, abgelehnt, was so viel bedeutet wie weggeschoben. Aber ich bin ja im Namen der Liebe zu dir gekommen und mit einem besonderen Auftrag, an den du dich nicht erinnern konntest, damit du als Seele jetzt reifen und wachsen kannst, damit du dich jetzt verändern kannst. In Klammern zwinkert mich an und lässt seine Aura strahlen. Und in dem Moment ist der Opal völlig im Licht aufgeleuchtet. Weil er genau wusste in dem Moment, dass er hier seinen Auftrag erfüllt hat. Ja, gell, da kannst du auch echt stolz auf dich sein, hast es nicht leicht mit mir gehabt. So, weiter geht's. Denn die Geschichte geht ja noch weiter. Denn ich bin nicht nur deine weise Lehrerin, in Klammern sendet weibliche Energie, zum großen Thema der Veränderung, sondern auch die Kraft / Medizin, die dich lehrt, tiefer zu vertrauen. Was geschah über Nacht und wie erschien ich dir am nächsten Morgen? Und da habe ich gesagt, du bist zurück in deine alte Gestalt, in dein wunderschönes Apfelgrün gegangen. Und dann sagt der Opal, richtig. Und weißt du, was das Allerschönste ist? Ich habe mich dennoch verändert durch deine Hilfe, denn du hast mir geholfen, mich zu heilen, indem du aus deinem Herzen heraus in meinem Sinne gehandelt hast. Ich habe mich also verändert und bin gleichzeitig wieder ich selbst geworden, denn das war ich vorher nicht. Du hast mir zurückgeholfen und deshalb helfe ich nun dir zurück, von deinem Verstand nach Hause in dein Herz. Denn dein Herz ist der Ort, in dem dein Vertrauen ruht. Dein Vertrauen in dich selbst, ins Leben, in die Liebe. Dein Vertrauen in den Weg deiner Seele und in die Veränderung. In jeder Veränderung, auch wenn du sie nicht gleich verstehen kannst, verbirgt sich ein Geschenk an dich. Dieses Geschenk möchte geborgen werden. Wenn du es schaffst, das, was du ablehnst, in deinen liebenden Armen geborgen zu halten, findest du die Geborgenheit in dir. Wenn du die Geborgenheit in dir findest, wirst du in deinem Leben geborgen sein. Alles verändert sich ständig. Du bleibst du selbst, doch du wirst neu erstrahlen durch die Kraft der Veränderung. Alles verändert sich. Auch die Liebe. Ich weiß, dass es bei euch Menschen um die Liebe geht. Er ist ja schließlich auch ein Herzöffner geworden. Das ist das, wonach ihr alle strebt. Liebe. Was sagt euch meine Botschaft über die Liebe? Wo erfahrt ihr die Liebe, die sich gerade völlig entblättert? Dann zeigt er mir eine Blüte, die ihre Blütenblätter öffnet und fallen lässt. Er zeigte mir eine Blüte, die so richtig aufging, wie eine Rose. Die wurde immer breiter und offener und irgendwann fingen dann die Blätter an zu fallen. Und die Liebe war das Wesentliche, das war der Kern. Und die Liebe ist gerade dabei, die Hüllen fallen zu lassen. Ja? Die ist dabei, die Hüllen fallen zu lassen. Also es geschieht gerade hier auf Erden eine ganz große Veränderung der Liebe. Die Liebe verändert sich. Auch die Liebe ist im Veränderungsprozess. Ja. Wo erfahrt ihr die Liebe, die sich gerade völlig entblättert, Blütenblätter öffnen und fallen, anders, als ihr euch das gedacht habt? Wo erfahrt ihr die Liebe, die sich gerade völlig entblättert, anders, als ihr euch das gedacht habt? Große Lernaufgabe von euch Menschen ist, in eurem Herzen zu ruhen und zu bleiben, gerade dann, wenn euer Verstand, euer Ego, alles versucht, euch auf seine Seite zu ziehen. Wenn ich als grüner Opal stellvertretend für die Liebe stehe, nach der ihr euch sehnt, dann
Lausche meiner Botschaft erneut, geliebte Seele. Alles verändert sich und wird sich verändern. Alles verändert sich und wird sich wieder verändern. Alles verändert sich und wird sich wieder und wieder und wieder und wieder verändern. Da habe ich mich bedankt, in tiefer Dankbarkeit für seine Zeit, für seine, ihre Zeit, Geduld und Liebe mit mir, mit uns. Ananda Shah Yonanda. Ja, das ist die Herzbotschaft. Das ist die Herzbotschaft vom grünen Opal. Und ich denke, dass wir darüber nachdenken dürfen. Ja. Und das Video gebe ich euch jetzt erstmal rein und überlege gerade, machen wir noch ein Orakelchen? Ja, wir machen noch ein Orakelchen. Ihr hört nochmal von mir. Bis dahin, bye bye, ciao, ciao, euer Yonanda TV.